Der indische Ministerpräsident Narendra Modi hat einen umstrittenen Hindu-Tempel in der nordindischen Stadt Ayodhya eingeweiht. Eine Machtdemonstration zum Wahlkampfauftakt, sagen Kritiker. In Indien beherrscht das Thema seit Tagen die Medien. Die heilige Stätte, die sich noch im Bau befindet, steht auf den Überresten der Babri-Moschee aus dem 16. Jahrhundert. In den 90er Jahren löste der Abriss der Moschee blutige Unruhen aus, bei denen 2000 Menschen, überwiegend Muslime, starben. Regierungschef Modi löst mit der Einweihung des Tempels ein altes Versprechen an die radikalen Hindu-Nationalisten und religiösen Fundamentalisten im Land ein.